Okay, da sind wir wieder. Final Fantasy 8. Wir wollen eine Hexe verprügeln, habe ich gehört. Ob das klappt, sehen wir gleich. Ja, aktuell sieht's noch relativ gut aus. Glaube ich, fast ein bisschen. Okay, sie schläft wieder. Das ist gut. Schlafende Hexen sind immer gut. Dann würde ich mal sagen, erst einmal Echokraut auf Cell, damit das Schweigen weg ist. Zauber, da kam nebenbei eine Info, wir sollten doch mal gemacht, aber sie hat gerade Reflekt, das ist doof. Hat er Anti? Ja, Anti-Zauber hat er. Okay, ich glaube, sie ist wieder wach. So, schläft weiter. Sehr gut. Was können wir hier noch... Ja, wir können noch mal Medika... Nee. Komm. Rauben. Zauber. Solo. Was war das auf sie? Gemach wollten wir. Gemach haben wir da. Und Angriff von Squall. Nein! Daneben. Dann schlaf nochmal eine Runde, bitte. Ja, Rauben. Zauber. Ach, weißt du, machen wir doch einfach mal Triple. Und versuchen das auf die Art und Weise. Wo haben wir es denn gemacht? Und Angriff. Vielleicht klappt das jetzt. Nochmal gemacht. Miss. Okay, hat gar nicht funktioniert. Ah, Reflex ist abgebrochen. Guardian Forces, Carbuncle. Ja, komm, dann versuchen wir es mal mit... Einfach mit Angriffen. Wir sind ganz stumpf. Nein! Na gut, es geht. Ich schlaf erstmal eine Runde. Nein, sie schläft nicht. Das ist doof. Dann Schuss. Hauptsache Reflex. Weil wenn sie keinen Antizauber hat, dann haben wir zumindest trotzdem noch eine gewisse Chance. Schlaf. Geht doch. Bums. Smack, smack. Gute Nacht. Das ist ein lustiger Kampf. So gefällt mir das. So soll das bitte die ganze Zeit weitergehen. Smack. Gute Nacht. Ach, komm schon. Nein, die hatte doch Antizauber. Olle Foot. Na gut, dann sollte sie lieber Antizauber nutzen. Ist mir lieber... Als wenn sie hier... Diebstahl fehlgeschlagen. Moment. Angriff. Angriff. Guardian Forces. Nehmen wir mal Diablos. So, weil wach. Und vielleicht schläft sie dann immer. Nee, Schweigen kommt jetzt. Das ist blöd. Schweigen gefällt mir nicht. Ich mag kein Schweigen. Aber es geht zumindest auf Irvine. Auf Irvine ist okay. Das kann sie machen. Und mit Diablos könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen dicker auftragen an Schaden. Keine Ahnung. Vielleicht 2000 oder so. Die hatte ja irgendwas um die 8000, 9000, 9000? 9500 Lebenspunkte waren das, glaube ich. Das wäre okay, wenn sie 9500 Lebenspunkte hat, dann könnten das nochmal so 1000, 2000 Schaden werden, wenn wir Glück haben. Uh, 2,5, sogar richtig gut. Ja, dann kommen jetzt die beiden Hits und hoffentlich schläft sie jetzt wieder. Jawollo.
Nein, das war's? Nein! Wie geil! Ist das herrlich? Ist das herrlich? Kindheitängste überwunden. Geil! Force-reif. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Ja, herrlich. Hier kommt alles dazu. Alles! Und wir haben eine neue Guardian Forces. Nice! Was ist passiert? Mein Körper. Rinoa. Rinoa, Cypher. Bam, Headnut. Bist du okay, Rinoa? Christus, Squall, Selfie. Irvine, Xel. Ihr seid groß geworden. Ihr seid stark geworden. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Ich habe diesen Tag gefürchtet. Ist heute ein guter Tag? Ist heute ein schlechter Tag? Was ist mit Elion? War ich in der Lage, sie zu beschützen? Ich weiß nicht. Squall! Rinoa ist... Rinoa? Was ist mit Rinoa? Wir dürfen ja speichern. Endlich mal was Tolles. Speichern. Ist es jetzt zu Ende? Was ist eigentlich zu Ende? Alles ist zu Ende. Rinoa ist am Ende. Squall, hörst du mich? Wir müssen sofort zu Ideas Haus. Die Hexe, unsere Mama, ist wieder zu Hause. Nanu? Rinoa schläft? Aber der Kampf scheint vorbei. Wenigstens etwas. Eine gute Nachricht. Eine sehr gute Nachricht. Aber was ist mit Rinoa? Es ist jetzt nicht so, als ob ich mir jetzt Sorgen über sie um sie machen würde, weil ehrlich gesagt finde ich, ist sie so ein bisschen Sidekick. Ja? So nice to have. Aber kommt in den ungünstigsten Momenten mit den belanglosesten Geschichten an. Ich weiß auch, was los ist, aber psch. Hallo. Unsere Mama ist wieder in diesem Haus. Super, dann lass uns dahin. Legen wir ab. Jo, verstanden. Und wir nehmen natürlich unsere ABBBFs mit. Auch wenn sie immer noch mega kaputt sind anscheinend.
So, wo ist denn das Haus? Roll, roll, roll. Ah, da ist es. Wir kommen gleich mit der gesamten Truppe angerollt. Nee, toll. Steht der Garten im Weg. Einmal um den Garten rumlaufen. Ja, war so klar. War so klar. Ja, Alexander muss ihn noch ausrüsten. Hatte recht. Hatte absolut recht. Ach komm, ich habe keinen Bock auf diese Kämpfe hier. Ja, kommt hier mit, kommt mir nicht mit Feuer. Oh, der bekommt noch Lebenspunkte. Das ist ja süß. Mach ich am besten gleich mal. Ach ne. Koppeln. Koppeln. GF. Der hat 4. Er hat 3. Dann nimmt er Alexander mit. Du darfst Alexander mitnehmen. Her damit. Oh, kleinen Moment. Haben wir hier nicht neue Abilities oder so? Tatsache. Boah, wir könnten Squall noch mehr Lebenspunkte geben. Moment. Ich kann auch einfach das machen. Und das. Haha. Das sind echt viele Lebenspunkte, die er jetzt hat. Dann wollen wir... Stimmt, hier haben wir eh ganz schön viele irgendwelche Bonis bekommen. Können wir mal kurz gucken, was die hier haben. L-Angriff, L-Angriff... Okay. Beleben. Wie geil ist das denn? Aktuell ist das eher das. Zauberwandler. Das nehmen wir. Dann wollen wir nochmal weiter gucken. Gerberus macht weiter Vorsicht. Hier hatten wir Anfeuern, Saugen, Stärke. Das gefällt mir. Stärke nehmen wir hier. Leviathan ist noch dabei zu lernen. Kapunkel, du hast, glaube ich, was Neues. Du kriegst dann auch mal bitte HP plus 40% als nächstes. Was können wir hier noch machen? HP-Kopplung, Gegner 0%. Ja, komm, machen wir das mal. Warum auch nicht? Brothers, hattet ihr nicht auch irgendwas? Boah, das ist fancy. HP plus 80%. Abwehr, das klingt aber auch gut. Abwehr verfügbar. Nee, wir nehmen die hier. Die finde ich irgendwie unglaublich angenehm. Behandeln, Magie. Nehmen wir das, auch wenn wir eigentlich eher selten Magie benutzen, tatsächlich. Ist okay, Shiva. Ja, ist okay. Quetzalcoatl. Ja, bleibt so. Dann noch einfach mal ein Zelt hinterher. Schlupp. Alle sind wieder geheilt, alle sind wieder glücklich. Ah, das ist Feuerrad zu... Okay. Geil, perfekt. Dann haben wir endlich das, was uns noch gefehlt hat. Ja, keine dramatische Musik hier. Ist doch alles gut. Irgendwie unangenehm. Ich komme später nach. Das ist doch okay, oder? Ja, okay. Dann lasst mal gucken. Sid! Mit dir will ich nicht reden. Ich will lieber in mein altes Zimmer. Ja, ich dachte es mir fast. Ein Drawpunkt Vigra. Wer soll's nehmen? Wer soll's nehmen? Ach, geben wir Squall. Toll. Ich will hier wieder raus. Ich will hier wieder raus. Wo ist hier der Ausgang? Ah, da ist er. Okay, Sid. Gute Arbeit. Sie sind sicherlich böse auf mich. Ich kann es verstehen. Ich habe Ihnen Großes erzählt, aber wenn es darauf ankam, bin ich ja weggelaufen. Wenn Sie verlieren, verliere ich Sie.
Wenn sie gewinnen, verliere ich meine Frau. Ich hätte beides nicht verkraftet. Sagen Sie, was Sie wollen, aber vergeben Sie bitte Edea. Meine Kinder. Ich habe euch töten wollen. Es tut mir schrecklich leid. Das gilt auch für uns. Wir wussten, dass du es bist. Trotzdem haben wir gekämpft. Mama. Ihr seid als ihr habt als Seth richtig gehandelt. Ich bin stolz auf euch. Es ist aber noch nicht vorbei. Jeden Augenblick könnte ich wieder... Ich hatte meine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle. Die Hexe Artemisia war in mir eingedrungen. Artemisia kommt aus der Zukunft. Sie ist eine Hexe aus einer viel späteren Zeitepoche. Sie ist hier, um sich Elion zu holen. Sie will sich Elions Fähigkeit aneignen. Ich kannte Elion gut. Die Hexe Artemisia ist gefährlich und unberechenbar. Ihre Gedanken sind voller Hass. Ich konnte nicht zulassen, dass sie sich Elion einfach holt. Das Einzige, was ich tun konnte, war, mich Artemisia zu opfern, so dass ich nicht mehr existierte. Anders hätte ich Elion nicht beschützen können. Das Ergebnis habt ihr selbst gesehen. Die Hexe, die in Galbadia auftauchte, war Artemisia in meiner Gestalt. Okay, danke, das war alles. Tschüss. Squall, lass uns noch mit Mama reden. Ach, na gut. Artemisia hat ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie wird bestimmt wieder meinen Körper benutzen. Diesmal werde ich mich widersetzen. Wenn das aber nicht gelingen sollte, werde ich wahrscheinlich wieder gegen euch kämpfen müssen. Seid also bereit, meine Seeds. Habt ihr bisher etwas von der Hexe Adele gehört? Die Herrscherin während des Hexenkrieges wird zurzeit angeblich vermisst. Die Galbadianer dachten, dass ich die Macht der Hexe Adele geerbt hatte. Aber so war es nicht. Ich habe die Macht von einer anderen Hexe übernommen, als ich 5 war. Was sagt uns das? Ich vermute, Adele lebt noch. Deswegen hat Artemisia mich freigelassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nun Adeles Körper übernehmen möchte. Adele hat ihre Macht für ihre persönlichen Zwecke missbraucht. Wenn noch die Macht der Hexe Artemisia hinzukommt, nicht auszumalen, was geschieht. Und jetzt zu dir, Junge. Hören Sie ihr gut zu. Man weiß nie, wann sie wieder besessen wird. Das reicht mir. Squall, wir müssen noch mit dir reden. Das reicht doch, oder? Wir müssen mit Mama reden, das weiß ich auch. Aber Rinoa. Mama, weißt du... Was weißt du über Rinoa? Rinoa? Ist das Mädchen mit dem hellblauen Kleid? Ich kann mich schwach entsinnen. Was ist mit ihr geschehen? Auch sie hat gegen dich gekämpft, aber... Seitdem ist sie regungslos. Ist sie gestorben? Nein! Es tut mir leid, Squall. Ich kann dir leider nicht helfen. Verstehe. Squall, ich kann sie verstehen, aber sie sind der Anführer. Sie müssen den anderen Schülern berichten, was passiert ist. Das ist ihre Pflicht. Sie sollten von hier so viele Infos wie möglich mitnehmen. Es war nicht nur Rinoa. Alle haben mitgekämpft. Ich weiß, aber... Aber ist kein Wort, was ein Anführer benutzen sollte. Schließe deine Augen. Artemisias Ziel ist Elion. Zum ersten Mal sah ich sie an dem Abend, als ich zum Seth wurde. Wir trafen uns in Timber wieder. Elions Fähigkeit, die Gedanken eines Menschen zurück in die Vergangenheit zu schicken. Artemisia will sich ihre Fähigkeit aneignen. Zunächst haben wir uns nur gestritten, aber mit der Zeit wurde es anders. Stimmt,
sie will ihre Gedanken in eine noch frühere Zeit schicken. Aber was hat sie vor? Unsere Blicke haben sich getroffen. Als ich dich sah, hast du gelächelt. Eine Zeitkomprimierung. Zeitkomprimierung? Ich war froh. Eine Art Zeitzauber. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart werden zusammengepresst. Was passiert dann mit uns? Was hat sie dann vor? Rinoa, habe ich denn gar keine Chance mehr? Eine zeitkomprimierte Welt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hey, Squall! Du hörst uns überhaupt nicht zu. Wir müssen verhindern, dass Artemisia an Elion herankommt, oder? Richtig, aber... Wir gehen zum Garten zurück. Wir werden das den anderen erklären. Wir alle machen uns Sorgen um Rinoa. Dann könnt ihr doch wenigstens... Nein, ist schon gut. Das ist die jetzige Situation. Unser Ziel ist es, Elion zu finden, bevor es die Hexe tut. Wir glauben, dass sich Elion auf dem Schiff der Weißen Seeds aufhält. Wir werden dieses Schiff suchen. Wo wird es jetzt wohl sein? Wir müssen erst einmal Infos sammeln, aber bleibt noch in Bereitschaft. Übrigens befindet sich Edea jetzt in ihrem Haus. Edea ist nicht mehr unser Feind. Wir lassen sie am besten in Ruhe. Es könnte auch einfach ein Täuschungsmanöver sein, du naiver kleiner Bub, du. Rinoa ist noch auf der Krankenstation. Ich werde später nach ihr sehen. Das sage ich zwar ungern, Squall und Christus, aber ich glaube nicht, dass viele ihr so einfach vergeben können. Ja, das stimmt schon. Was? Am Boden ein Heft? Wo? Was? Wo? Wo? Ich will das Heft. Wo ist das Heft? Ich will da nochmal hin. Zurück. Wo ist hier ein Heft? Wo liegt hier ein Heft? Was ist hier? Ha? Ah. Heft, Heft, Heft. Am Boden. Am Boden ist ein Heft. Wo ist ein Heft? Da ist ein Heft! Geil! Timbermaniacs gefunden. Yay! Danke für die Informationen. Aber wohin jetzt? Zurück im Garten. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach Rinoa. Oder sprechen mit Master Sid. Was ist mit dir? Was bist du für einer? Muss ich mal nachschauen, ob ich die alle gelesen habe. Ich hätte jetzt genug Karten, um es... Ah ja, okay. Items, gucken wir doch mal. Flip. Mega Potion. Klar, warum nicht? Waffen März, das war ja das erste. Waffen April. Waffen Juni hatten wir auch. Aber genau das ist das Ärgerliche. Ich brauche dafür eine Verräterklinge. Ich muss mal gucken, wo ich die herbekomme. Mein Hund. Ha, süß. Okkult-Fan, das kennen wir auch schon. Stärke plus erhöht die Stärke eines Charakters. Ach komm. Warum auch nicht? Eine Zeitschrift für Kampfsportler hatten wir auch schon gelesen. Ich glaube, die hatten wir tatsächlich schon alle gelesen.
Wollen wir mal weiter gucken. Einmal zum ersten Stock, bitte. Wir wollen mal eben auf die Krankenstation. Vielleicht bekommen wir hier ein paar Informationen, die wir brauchen. Andererseits, wo ist eigentlich schon wieder Direktor Sitten? Achso, der könnte wahrscheinlich noch bei Idea sein. Erzähl mir was. Ah, Squall, ich bin für eine Weile weg. Haltet in der Zeit alles zusammen. Ernsthaft? Rinoa, so kalt. Aber sie schläft mit offenen Augen. Wird sie ewig? Kann ich denn nichts tun? Rinoa, du warst so lebhaft. Und jetzt so stumm. Ich will deine Stimme hören. Ich rede ja gegen die Wand. Rinoa, sag meinen Namen. Uah. Ja. Okay. Das ist zumindest mal eine eine wunderschöne Sache. Austausch. Achso, die sind eh nicht gekoppelt. Also er schon, aber er nicht. Dann ist okay. Dann passt das. Warum muss ich mir so etwas gefallen lassen? Weil wir kein Geld haben. Ich fühl mich ja sorry. Es war meine Schuld, dass wir ständig in teuren Hotels übernachtet haben. Aber ich sag es nochmal. Ich bin kein Schauspieler. Sagt Laguna mal so daher. Aber in Wahrheit will er es doch machen. Also okay. Bist du bereit? Was für ein komischer Regisseur. Wieso will er mit einem Amateur wie mir arbeiten? Schon gut. Ich werde nicht darum meckern. Schließlich kriegen wir Kohle dafür. Doch nicht im Ernst. Ich will dieses Kostüm nicht. Schluss mit dem Herumjammern. So, fertig umgezogen. Also los, los. Da bist du ja. Hey, steht dir blendend. Hier ist deine Prinzessin. Hier ist deine Partnerin, die Hexe. Hallo, auf gute Zusammenarbeit. Jetzt fehlt nur noch der Drache. Hey, optimal, du da hinten. Ja? Der Schauspieler, der den Drachen spielen sollte, ist krank. Könntest du mal in das Drachenkostüm schlüpfen und herumstampfen? Ich zahle auch etwas dafür. Na gut. Okay, dann nehmt mal alle eure Positionen ein. Wow. Okay, dann mal los. Aufnahme 12. Die Hexe in Not. Und Action. Oh, du mein edler Ritter, beschützt mich bitte vor dem Drachen. Oh, ich werde euch beschützen. Mist, habe ich ein Lampenfieber. Und diese Gunblade, meine Ausbildung ist lange her. So ungefähr? Schön, schön. Den Dialog können wir später ersetzen. Und jetzt los mit dem Drachen. Hey, los, ich sagte Drache, Drache. Oh, da ist er ja. Wow, so realistisch er sich, wie realistisch er sich bewegt. Du bist Spitzenklasse, Kiros. Ich frage mich bloß, wo sie das Kostüm her haben. Boah, Kiros ist ja ganz schön bei der Sache. Wie ein echter Drache. Boah.
Hey, Kiros, man kann es auch, man kann es übertreiben. Außerdem ist er eher echt. Was? Ich habe mir schon gedacht, dass er zu real ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu diskutieren. Also, Herr Ritter, viel Glück. Mein edler Ritter, ich wünsche viel Glück. Hey, ihr Pappnasen, lasst mich nicht hier zurück. Und er scheint nicht abzulassen mit der Gunblade-Kanten. Ich... X zum Werfen. Oh, zum Abwehren. Y zum Angreifen. Okay. Got it. Oi. Nein! Ach, fuck. Wie wenig Zeit ich dafür habe. Und der greift noch ein drittes Mal an. Wie dreckig. Nein, nicht. Ich kann nicht mehr. Okay, also los. So. Und Verteidigung. Und Lass! Das bringt's nicht. Ich glaub's nicht. Vor allem, der kriegt dann immer wieder Lebenspunkte dazu. Das ist so ein Scherz. Okay. Ach, und jetzt konnte er auf einmal so random einfach drauf losschnappen. Okay. Eins. Ich probiere es einfach. Es wird schon. Jetzt kommen die Angriffe ein bisschen schneller, jetzt ein bisschen langsamer. Ach komm! Vor allem, das ist so mies verzögert, diese Angriffe. Man kann einfach nicht rechtzeitig angreifen. Das ist so eine harte Verzögerung. Und guckt euch das an aus dem Stand. Macht einfach RAM. Und der hat auch kein Pattern oder irgendwie sowas. Ich konnte nicht mal abwehren! Ach, fick dich. Was? Das ist doch ein Troll, ist das. Und dann wird man einfach aus dem... Ne, ich dachte schon, man wird hier einfach aus dem Spiel geschmissen. Das ist doch wohl ein absoluter Troll-Move.
Also ernsthaft. Vor allem jetzt nur meinen ganzen Kram hier schon wieder machen. Das ist doch echt ein Witz hier gerade gewesen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir überhaupt sind. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, gut, wenigstens etwas. Bla. Bla, bla, bla. Das kann man nicht überspringen, ich weiß. Bla, 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 Irks. Und auch hier das gleiche Spiel, kann man nicht überspringen. Bla, 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 bla. Das nervt richtig. Also das ist so eine der schlimmsten Sachen, die sie damals gemacht haben, dass man diese ganzen Sachen hier nicht überspringen konnte. Ich meine, selbst bei Final Fantasy X konnte man die Cutscenes in der PlayStation 2 Version nicht überspringen und die waren teilweise richtig ätzend, weil die immer vor den Bossfights kamen. Und da hat man so viel Zeit gehabt um diese ollen Cutscenes rum. Na, wie gesagt, und dann kann man das Ganze hier einfach nicht überspringen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und dann trampelt der Drache da gleich ganz langsam und ganz, ne? Also ich sag mal, sterben wird hier in manchen, wird in den meisten Final Fantasy Teilen, oder zumindest bis Final Fantasy, einschließlich Final Fantasy 11, richtig massiv bestraft. Es kann sich nur um Stunden handeln. Vor allem, wie, ich drücke, ich hämmer Y. Ich meine, ich hab schon die ganze Zeit auf X, auf Abwehr, habe ich das Ding die ganze Zeit hier. Und jetzt, hier, hört euch das an. Und jetzt habe ich Y gedrückt. Und jetzt steht er da und macht nichts, oder was? Also wenn das so ist... Geht mir jetzt mit diesem Drachen ab. Vorhin wollte er mich gar nicht zum Angreifen lassen?
Und jetzt macht ihr hier so einen Spaß? Die Chance, bloß weg hier! The fuck? Lauf, Kollege. Oh nein, jetzt kommt er von da vorne. Oh nee, ist das jetzt ein anderer? Oder ist das gleiche? Das nimmt kein Ende. Was macht Kiros bloß? Hast du gerufen, Laguna? Und hopp. Da bin ich. Hier, fang. Okay, jetzt gibt's was. Zurück. Kurz mal warten. Ha! Ich möchte nämlich schon ganz gerne erstmal nämlich den ganzen Schissel hier koppeln, weil der nämlich natürlich nichts hat und ich damit jetzt meine gesamten Kopplung total ins Nichts jage. Stärke plus Gegner. Oh, Rauben ist auch noch nett. So, koppeln, Zauber, Aero, Blitzger, Tobsucht. Okay. Koppeln GF. Hier ist auch noch irgendwo was, sage ich doch, was wir noch nicht haben. Zauber. Was machen wir denn hier? Feuer. Feuer klingt gut, aber für gegen den Drachen ist das Schwachsinn. Wo habe ich denn hier tot gekoppelt? Ah, okay, hier habe ich tot gekoppelt. Dann... Ach komm, Medica drauf. Schlaf und dann kommt hier nochmal Tod drauf. Ah ne, Tod kann ich hier gar nicht draufsetzen. Tod muss ich hier draufsetzen. Aber Schlaf ist da eigentlich gar nicht so verkehrt. Na gut. Ja, warum eigentlich nicht? Versuchen wir es mit Bio. Okay, passt. Alles gut. Items. Ja, ich dachte, ich bin beim Speicherpunkt. Ha, jetzt bin ich beim Speicherpunkt. Tod kann Stärke noch nehmen. Ach, keine Ahnung. Ich bin auch massiv müde. Ich werde jetzt hier einfach abbrechen. So. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder. Ich werde heute Abend wieder weiterspielen. Aber hier ist jetzt erstmal für mich Schluss.